Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mal sehen, was das hier für ein Video ergibt. Ich habe nämlich heute den ganzen Tisch voller Produkte, die ich gar nicht mag. Ich habe gedacht, die zeige ich euch mal und mal sehen, wie ich am Ende aussehe. Ich werde mich natürlich damit schminken und dann den ganzen Tag damit rumlaufen müssen. Aber so ist es nun mal. Ja, ein bisschen freue ich mich auch drauf, weil sowas macht auch Spaß. Also ich fange gleich mal an mit einer Foundation. Oder besser gesagt, zwei Foundations, die ich irgendwie so gar nicht mag, die gar nicht so an mich gehen. Und es ist leider eine von Nabla. Und zwar die Close-Up. Und da ist es überwiegend die Farbe, die mir nicht gefällt. Also ich benutze diese Foundation einfach fast gar nicht. Sie ist eigentlich ein schönes Produkt. Sie ist ja auch extra, ich glaube ich, sogar fürs ältere Häutchen gemacht. Aber ich werde sie gleich mal auftragen. Also die Farbe, auch nicht im Sommer, habe ich die falsche Farbe gewählt. Das ist die M50 Medium. Und dieses Produkt habe ich erst vor kurzem gekauft. Das ist ein Max Factor Produkt und ich glaube, die ist sogar sehr beliebt. Bei mir auf der Haut ist die einfach trocken. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das ja auch mit L'Oreal Produkten, dass die einfach trocken sind. Sie nennt sich Lasting Performance Touchproof 105 Soft Beige ist die Farbe. Die beiden werde ich jetzt mal auftragen. Und bei Max Factor ist es ja, dieses Produkt ist ja um Welten besser. Also wenn ihr Max Factor testen wollt, die schmeißen das gerade raus für 5 Euro bei mir. Also das hier, ne, das finde ich um Welten besser. Das ist Platz 1 bei mir und das ist Platz 312. Ne? Nur damit ihr das so, also Max Factor, da habe ich nichts dagegen, aber diese hier, die ist, boah, und die ist so, ich werde es auftragen. Und von, ich bin sowieso Nabla-Fan, wisst ihr, ne? Also Nabla ist sowieso meins. Und dann habe ich sogar noch was hier rumliegen in Sachen Foundation. Bisschen eingestaubt. Benutze ich auch überhaupt gar nicht. Habe ich mir gekauft von Trended Up, wollte das mal testen. War immer auf der Suche nach dieser einen, oh Gott, wie hieß sie noch? Das war so eine fantastische Foundation. Jetzt haben sie ja Gott sei Dank die Serum Foundation und diese hier. Und die finde ich besser. Und hier stört mich einfach 2 in 1 Make-up und Concealer in einem. Und das ist wahnsinnig pastig auf dem Gesicht. Jetzt überlege ich gerade, wie ich drei Foundations auftragen könnte, weil ich finde es immer schöner, wenn ich das auch zeigen kann. Also bei Trended Up würde die gewinnen, nicht die, die gefällt mir nicht, die ist zudeckend. Vielleicht habt ihr ölige Haut und problematische Haut, die total knallrot ist. Dann könnt ihr sie vielleicht mal testen. Gut, ich werde also als allererstes mal die Stirn mit Trended Up machen. Lalala. So, ich darf nicht zu viel nehmen, sonst ist es ja unfair. Dann ist es ja klar, dass ich sie nicht mag. Aber wisst ihr was? Ich kann sie einmal auf der Hand auftragen. Seht ihr das? So ist sie. Und das ist was, was ich gar nicht mag. Das ist mir zu doll. Ich mag gerne deckend, aber ich glaube auch nicht, dass die Farbe schuld ist. Oder ist es die Farbe? Puh. Keine Ahnung, aber sie ist so pastig, dass ich das nicht gerne mag. Also da finde ich die anderen von Trended Up viel, viel besser. Das ist so eine richtige, so eine, wie so eine Mauer. Jetzt werde ich einmal Max Factor auftragen und Nabla. Und dann könnt ihr mal, bin selber gespannt, wie ich dann aussehe. Jetzt erstmal Max Factor. Ich nehme mal nicht so viel. Auch ganz schön pastig und wird dann wirklich ganz trocken auf meiner Haut. Ich weiß nicht warum. Da muss irgendwas Komisches drin sein, dass ich dieses Produkt gar nicht mag. Auch wenn ich wenig auftrage, auch wenn ich das mit einem Schwämmchen mache, es funktioniert irgendwie nicht. Es ist einfach, vielleicht ist es mir auch zu deckend. So, und jetzt nehme ich noch die Nabla. Einmal schütteln. Bei der Farbe werdet ihr wahrscheinlich gleich sagen, ah ja, alles klar. Guck mal. Ist wirklich die falsche Farbe, ne? Wo muss ich heute noch hin? Sollte ich mich lieber abschminken? Ja. Von der Deckkraft geht die eigentlich. Also, aber sie ist schon auch ganz schön matt, ne? Also sie ist einfach nicht mein Produkt. So,
Jetzt habe ich dreimal auf dem Gesicht, was ich gar nicht mag. Ich finde zu maskenhaft, zu fremd, zu trocken, zu komisch. Und das sind die Sachen, die ich gar nicht mag. Concealern ist es zurzeit nur einer. Ich glaube, den Rest habe ich schon entsorgt. Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht. Das ist im Moment der einzige Concealer, den ich nicht mag. Das ist der von Manhattan. Und zwar stört mich hier nicht die Deckkraft, die ist Bombe, aber er ist mir einfach zu trocken. Also auch zu pastig und zu intensiv. Ich mache nicht viel rauf. Ich mache extra nur wenig rauf und verstreiche das ein bisschen mit dem Pinsel. Aber ich mag den einfach nicht. Ich weiß auch nicht. Der ist mir irgendwie auch zu pastig. Manchmal kann man das auch gar nicht so richtig erklären, was einen so stört. Aber weiß ich nicht. Der wird so komisch auf meiner Haut. Ich mag den einfach nicht. Also ich habe halt das Problem, auch wenn ich mich eingecremt habe oder so, er ist halt so trocken irgendwie auf meiner Haut. Irgendwie der zeigt so richtig die Hautschuppen. Ja, weiß auch. Entschuldigung, wenn ihr das Produkt mögt. Bei den Augenbrauen ist es Tatsache Benefit, was mir nicht gefällt. Habe ich mir die falsche Farbe bestellt, das ist die 3, mache ich mal rauf. Von der Sache her schön teuer und die Farbe ist einfach zum Weglaufen. Das Produkt selber ist aber gut, aber ich würde nie wieder mir diese Farbe kaufen. Der ist irgendwie, das ist zu rotstichig, guck mal. Das ist so ein Rotbraun. Hier auch. Das mag ich nicht. Ich mag gerne ein Ascheblond, einen aschigen Ton mag ich gerne. Und ich mag auch gerne dann lieber so ein bisschen dunkelbraun. Aber diese Farbe ist im Tageslicht sichtbar, weil die irgendwie nicht zu mir passt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich kann sie euch mal auf der Hand sieht man, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, aber wenn ich jetzt von ganz dicht nah, ich mache mal ein Foto. Wenn ich von dichten Rand komme, sieht man ganz deutlich, dass ich mir die Augenbrauen angemalt habe. Und das mag ich nicht so gerne. Da brauche ich einen anderen Ton. Und deswegen ist das für mich auch echt ein Produkt, was immer hier, ich behalte es immer, weil ich immer sage, oh, es ist Benefit. Ne? Aber im Grunde genommen ist es der und noch mehr der eigentlich von Nabla. Also ich würde mir immer eher den Nabla kaufen, müsst ihr aber nicht unbedingt, weil von Catrice, warte mal, von Catrice gibt es ja auch einen tollen. Den kann ich immer auftragen. Ich nehme mal jetzt nicht Nabla, weil ihr wisst ja, ich liebe Nabla. Ich nehme mal den von Catrice in der Farbe Dark Brown. Dark Brown, der ist gar nicht Dark Brown. Wehe, man sieht das jetzt nicht im Vergleich. Das hier ist Catrice und das ist nicht so rotbraun. Ich trage den mal auf, den muss man immer ein bisschen runterhalten. Und dann seht ihr wahrscheinlich den Unterschied besser, dass ein Rotbraun bei mir ganz komisch aussieht. Unnatürlich, das ist der Unterschied zwischen einem Ton, der zu mir passt, wo es nicht so auffällt, und halt das da, rotbraun. Noch so ein Produkt liegen. Ich liebe ja wirklich cremige Konturtöne, aber der Stift hier, der ist es nicht. Es ist Rival Loves Me Contouring Stick 01 Light. Nicht das Produkt selber finde ich doof. Ich finde die Farbe einfach doof. Und zwar den Braunton. So sieht der aus. Auch der ist für mich, mag ich überhaupt nicht. Ah, habe ich einen Konturton? Ja, Hamster Beckley. Hamster Beckley sieht so aus. Das ist ein Konturton. Oder Kiko. Kiko. Liebe ich. Kann ich auch als Bronzer benutzen. Das hier von, wie heißt das hier? Oh Gott. Rival Loves Me ist einfach nicht mein Ton. Aber ich mach's rauf, weil es auch schön rotstichig passt dann zur Augenbraue. Ah, ich weiß nicht, warum es nicht zu mir passt. Es passt einfach nicht zu mir. So. Ich mag's nicht. Benutze ich nicht. Vielleicht für euch gar nicht so sichtbar, aber das ist so eine komische Farbe.
die sieht man einfach bei mir. Das ist kein Schattenton auf meiner Haut, ne? Deswegen, also das Produkt selber finde ich ganz gut. Also die helle Seite sieht auch schön aus, aber der hier nicht. Na, der helle ist ganz toll, den mache ich mal daneben. So, das ist der helle Ton, der ist wunderbar und das ist irgendwas Rotiges. Kann man als Rouge vielleicht nehmen, könnte ich ja mal versuchen, als Rouge das zu nehmen. Wahrscheinlich sieht das besser aus. Nur ist heute eh egal. So. Ist mehr so ein Rouge-Ton, aber brauche ich halt nicht, ne? Ich wollte ja ein Konturprodukt kaufen. Gut, wenn man es jetzt noch verwenden möchte, kann man das ruhig machen. Aber wenn ihr euch vielleicht, ja, ihr müsst gucken halt, ne, dass es die richtigen Farben sind. Ich glaube, das Dunkle war mir auch zu dunkel. Ich glaube, das war so. Ich lerne noch schminken, alles klar. Es gab da für mich einfach entweder, ich glaube, die haben nur zwei oder drei und ich habe das genommen, was ich dachte, könnte eventuell hinkommen, aber leider nichts. Ja, dann habe ich leider noch eine Enttäuschung. Und zwar war das Rivalde Loop. Da habe ich gedacht, nicht verwechseln mit Catrice. Catrice ist der hier. Das sind beides Oil-Infused Blush. Und ja, auf den ersten Blick sehr, sehr ähnlich. Ich mache mal die Käppchen auf. Moment. So. Das ist Rivalde Loop und das ist Catrice. So, wenn man die so nebeneinander hält, denkt man, so ist doch das gleiche Produkt, ne? Ich habe die auch mal geswatcht. Ich habe das auch in die Shorties gepackt und bei Instagram und ich glaube auch bei TikTok. Und da könnt ihr euch das mal anschauen, diesen Vergleich. Der Unterschied ist, das ist Blush und das ist Gold. Ich zeige euch das mal auf meiner Wange. So. Also, ich nehme als erstes mal den ich nicht so gerne mag, und zwar von Rivalde Loop, dieses Produkt. So, gehe ich mal ordentlich mit dem Pinsel rein und versuche das mal auf der Seite, wo ich noch keinen Blush habe, das so als Rouge aufzutragen. So, ist ein schönes, zartes Tönchen. Ich gehe wieder ordentlich rein. So. Und mehr schafft man halt nicht, ne? Weil der halt nicht so viel Farbe abgibt. Das ist halt für sehr blasse Typen. Was der aber kann, ist wahnsinnig Gold glänzen. Also das ist mehr so ein Goldie. Das ist für mich mehr so ein Highlighter als ein Blush. Da war ich echt enttäuscht und dachte so, eigentlich benutze ich dich jetzt gar nicht mehr. Ich gehe jetzt gerade, glaube ich, zum dritten Mal hier rein und versuche hier so ein bisschen Rouge hinzubekommen. Jetzt geht es auch langsam so ein bisschen. Aber wenn man das jetzt halt so im Spiegel sieht und im Tageslicht damit rausgeht, da seht ihr jedes Loch in meiner Haut und jede Pore. Müsste man also wieder abpudern, weil es so geht es einfach nicht. Das ist total Gold. Total Gold. Und das möchte man ja nicht so gerne. Und der Unterschied ist jetzt, ich muss mal den Pinsel ein bisschen reinigen. Das ist jetzt der Unterschied. Das ist der Blush von Catrice. Und den könnte ich mir jetzt theoretisch hier oben drauf machen. Ich mache den mal hier vorne. Nee, ich mache das mal alles ab. Sonst kriegen wir ja kein richtiges Urteil. Dann mache ich wieder ein bisschen Foundation drauf. So, dann wird das Ganze ein bisschen abgepudert. Sonst kann man das immer schlecht auftragen. So, und jetzt. Also wenn ihr auf Foundation direkt ein Blush drauf macht, dann kann das sein, dass das fleckig wird und so ein bisschen haften bleibt. Und hier habe ich ja schon kein Puder abgepudert. Hätte ich die Seite noch abgepudert, wäre das noch weniger gewesen. Dadurch, dass ich die Seite nicht abgepudert habe, war ja der Haftgrund das Make-up. Und normalerweise würde der Blush da richtig krass dran hängen bleiben. Tut er auch nicht, wenn ich nicht gepudert habe. Habt ihr das verstanden? So, die Seite habe ich jetzt abgepudert. Ich benutze Catrice. Und jetzt seht ihr gleich den Unterschied, dass das ein Blush ist. So, bam. Na, da muss ich aufpassen, wo oh, nicht zu viel. Hier bin ich, glaube ich, bei dem anderen bin ich viermal reingehüpft. Und hier bin ich jetzt einmal reingehüpft. Guck mal, hier kann ich sowas von aufbauen. Also so will man nicht aussehen. Das sollte jetzt auch nicht heißen, ich bin toll geschminkt, sondern das sollte euch einfach nur einmal kurz den Unterschied zeigen, was das für ein Unterschied ist. Einmal Catrice
und einmal Rival de Loup. Oh, und da hätten wir noch diese Palette, die ich mir gekauft habe. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Werde ich niemals benutzen, weiß ich jetzt schon. Revolution ist nicht mein Freund. Und jetzt suche ich einen Highlighter-Pinsel. Wie gesagt, ich habe gerade ein Pinselproblem, weil ich sie alle gereinigt habe. So, alle Farben finde ich doof. Ich bin aber heute ehrlich. Ja, weil, nee, also das ist für mich ein Lidschatten. Das sind so kalte Töne. Ich nehme mal den hier. Aber ich mag es einfach nicht. Für mich ist das irgendwie so künstlich. Ich weiß auch nicht. Ich nehme mal beide Töne hier. Dann nehme ich den nochmal. Oh, ist nicht meine Farbe, ne? Da denkt man so, was hat die denn? Hat die versucht, sich zu schminken? Und das war der hier gerade. Und wenn ich jetzt den noch nehme, uiuiui. Fürchterlich, oder? Auch so ganz, ganz weiß, ne? Da hier. Also, ist jetzt nicht mit Liebe aufgetragen. Ich habe mir jetzt auch keine große Mühe gegeben, weil ich sie halt schon getestet habe und muss ganz ehrlich sagen, nee, also das, da ärgere ich mich. Lidschatten. Lidschatten, es tut mir in der Seele leid, aber ich muss es euch sagen, weil ich euch gegenüber immer ehrlich bin. Ich habe mir Tatsache die falsche Natasha Denona Palette gekauft. Ich bereue das ein bisschen. Ich bereue das wirklich ein bisschen. Es sind einfach nicht meine Farben. Ich möchte die einfach nicht benutzen. Ich liebe Natasha Denona. Ich habe zwei Paletten, die liebe ich über alles. Wenn ich nur an die denke, geht mir das Herz auf. Ich habe viele Paletten, die ich total liebe. Die sind auch günstiger und die finde ich total toll. Aber diese Natasha Denona, den Kauf habe ich irgendwie bereut. Ich weiß auch nicht, warum ich sie mir gekauft habe. Ich weiß eigentlich, dass so Pastelltöne nicht so mein Thema sind. Ich hätte mir echt eine andere kaufen sollen. Nicht so eine, super günstige, aber dann vielleicht eine super günstige. Keine nagelneue, sondern eine etwas ältere. Es gibt ja da so eine mit roten Tönen oder so. Also den Kauf habe ich ein bisschen bereut. Also ich behalte sie jetzt, weil ich ja auch ein bisschen die Sachen sammle. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Es war ja witzigerweise nicht im Sommer diese Palette, sondern eher so Herbst. Vielleicht ist das eine Sommerpalette, dass ich im Sommer nochmal sage, ach Mensch, heute habe ich Lust dazu, ich bin schön braun gebrannt, jetzt mache ich mir mal hellgrün aufs Auge. Das kann ja sein, ne? Ja, ich muss mal sehen, ob ich sie vielleicht dann irgendwann nochmal raushole. Ja, ich liebe Lidschattenstifte. Ich habe alle möglichen Lidschattenstifte. Ich habe von Nabla, von Kiko, ich habe von Catrice, hatte ich auch mal, mir so gut gefallen. Brightliner von Make-up Coach, also grundsätzlich teste auch viele, ich habe auch von Kosch einige und so. Ich bin da mal so ein bisschen am Austesten. So, und dann habe ich mir Art Deco gekauft und war so dermaßen enttäuscht und diesen Kauf bereue ich so sehr, ne? Also für mich gar nichts. Gar nichts, weil man sie, ich zeig's euch, man macht sie aufs Auge und sie sind sofort getrocknet. Und das finde ich ganz fürchterlich. Und das ist so ein krasser Unterschied zu Kiko oder Nabla. Also Art Deco, ich mach's mal rauf. Oh Gott, ich sehe bestimmt eine knallbunt aus. Ich mach's mal einfach, jetzt hier ist das Auge abgepudert, ja. Ich mach's mal hier rauf, so wie ich das halt auch immer mache. Ich zeig euch das mal. Im Vergleich dazu nehme ich den Kiko-Stift und mach das Gleiche. Und jetzt trocknet der ja schon, der Art Deco-Stift, ne? Also hier mache ich auch ordentlich rauf. Lass das jetzt auch antrocknen und nehme mir jetzt meinen ganz normalen Pinsel, womit ich das immer mache. So, und jetzt verblende ich das, so wie immer. Und bei Art Deco habt ihr halt das Problem, die lassen sich nicht mehr so gut verblenden. Die werden sofort trocken auf dem Auge, was natürlich für Schlupflidleute gut ist, ne? Wenn man ein Problem hat mit dem Schlupflid, wenn man so das Problem hat, dass man, dass der Lidschatten schnell weg ist oder er hält nicht, dann wäre das das perfekte Produkt für euch, der Art Deco Stift.
Für mich aber, ich brauche ein bisschen Zeit. Ich kann das nicht mehr so schnell. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und ich mag die Kiko-Stifte, die ja wesentlich günstiger sind, viel lieber, weil die sich viel, viel einfacher verblenden lassen. Die sind ganz geschmeidig. Und die haben sogar ein bisschen Glitzer dabei, was ich auch noch richtig schön finde. Und damit kann ich jetzt persönlich einfach besser arbeiten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass man einfach Produkte nicht mag. Ich glaube, meine Freundin, die liebt total die, ich weiß das gar nicht so genau, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, sie mag die ganz gerne und findet das gerade gut. Aber ich komme damit irgendwie nicht so klar. Bei mir sind die so fest, so ganz fest. Und der hellere, warte mal, jetzt muss ich mal eine gleich ähnliche Farbe raussuchen. Das ist ungefähr ähnlich. Also fast. Ich will es euch nochmal zeigen. Das ist so ein Goldstift. Und da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, dass der ein bisschen was macht auf dem Auge. Aber guck mal, den sieht man gar nicht. So, wenn man jetzt einen Kiko-Stift nimmt, der ist so ähnlich, den sieht man eher auf dem Auge. Ne? Der ist viel deckender. Und das habe ich halt auch mit dem Brightliner und das habe ich auch mit dem Nabla-Stift, dass die günstiger sind und besser. Für mich jetzt jedenfalls. Ich kann euch das auch noch mal auf der Hand zeigen. Einmal Art Deco, einmal Kiko. Daneben, ne? Das hier ist der schön schief gemalt. Das ist der Kiko-Stift, wo ich gerade abgerutscht bin, weil er halt cremiger ist und er hat auch ein bisschen Glitzer. So, und jetzt verblende ich die mit dem Finger. Guck mal. So. So ist der Unterschied. Kiko ist weicher und geschmeidiger, bleibt auch so und ist aber trotzdem den ganzen Tag bei mir auf dem Auge, ohne Lidschattenbase. Und ja, mit Art Deco ist es halt immer sehr, sehr schwierig auf dem Auge. Und man hat ja schon ein empfindliches Auge, man hat ja schon ein weiches Auge. Und du möchtest da ja nicht sonst wie rumrubbeln. Oder man kann auch nicht vorher irgendwie eine Creme auftragen, dann würde er ja gar nicht halten. Das ist ja denn, ne, man kann ja nicht Creme mit Make-up, das passt halt nicht. Und deswegen habe ich da so meine Schwierigkeiten. Und deswegen leider viel Geld ausgegeben. Deswegen würde meine Wahl immer auf Kiko zutreffen, weil man das so am besten vergleichen kann, weil Brightliner ist mehr Lidschatten und Nabla ist noch ein bisschen anders, so ist halt matter. Man kann am besten mit Kiko vergleichen, so von der Art her sehen sich ja auch sehr ähnlich, ne? Und ich würde mich immer für Kiko entscheiden, das günstigere Produkt als jetzt für Art Deco und Kiko kennt mich nicht. Und Art Deco auch nicht. Ja, also ehrliche Meinung, ich würde Kiko empfehlen. Noch so ein Sparprodukt, aber ich glaube, das werde ich jetzt nicht auftragen, weil das regt mich einfach auf. Das ist von Riva Loves Me, der Liquid Eyeshadow. Ach, ich mag den gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den gekauft habe. Ich glaube, für Silvester oder so. Ich trage ihn mal auf. Er ist nicht schlecht, aber ich mag sowas überhaupt nicht. Das ist ganz metallisch. Es kann ganz gut aussehen auf dem beweglichen Lid, aber leider hält das nicht. Es hält nicht. Ich mach's mal rauf. Ich mach's mal rauf. Ist ja egal jetzt. Ich mach's mal auf einer Seite rauf. Na, könnt ihr das mal sehen? Auf der. Bei mir ist das passiert, dass nach 2 Stunden habt ihr so Abtragungen. Also dann löst sich das Produkt irgendwie vom Auge. Es bleibt also nicht den ganzen Tag drauf. Das ist nicht meins, aber ich mag allgemein auch nicht gerne Liquid Eyeshadows. Ich habe damit irgendwie immer Pech. Das ist immer nicht so meins. Ich weiß auch nicht. Mir ist das immer zu krass so auf dem Auge, ne? Und jedes Mal habe ich das Problem, dass durch meine Hautfalten das schwitzt ja, egal ob ich jetzt abgepudert habe oder eine Lidschattenbase aufgetragen habe, weil ich habe natürlich ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe ja dafür auch Geld ausgegeben und habe mir das auch gekauft. Ist nicht so, denn, dass man das einmal testet und dann macht man das im Video schlecht oder so. Das sind alles Produkte, wo man schon öfter mal immer wieder ausprobiert hat, ein paar Sachen sein Geld ausgegeben hat und man ärgert sich halt letztendlich. Aber das habt ihr bestimmt auch, ne? So Hassprodukte, wo man sagt, so, boah, jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Ne? Jetzt, ich will das jetzt einfach nicht mehr benutzen. Dieses jedes Mal ärgere ich mich, egal wie rum ich es drehe. Ne?
Und dann habe ich noch zwei Stifte, die mir auch nicht so gut gefallen. Oder war das nur ein Stift? 07 Green Garden. Und ist auch ein Stift, den ich nicht benutze. Ich mag aber auch nicht so gerne genau das Grün, so wie meine Augenfarbe, weil das finde ich immer doof. Das hebt sich dann nicht ab und sieht nicht so gut aus. Aber dieser Stift geht hier einfach nicht ab. Seht ihr das? Ich mache und mache und mache und es geht einfach nicht ab. Hier oben will ich es gar nicht erst versuchen. Das wird gar nicht klappen hier. Leider geht dieser Stift überhaupt nicht auf mein Auge und das ärgert mich. Und wenn ich das jetzt auf der Hand drauf mache, seht ihr schon, das ist ein zartes Tönchen, ne? Es ist so ein hellgrün. Ich mag das überhaupt nicht. Also das ist so eine richtige doofe Farbe, wo ich sage so, boah, habe ich mir das gekauft, ne? Wo ist denn der andere jetzt? Da. So, jetzt habe ich hier noch einen Trended Up in der Hand. Den kann man auch rausdrehen. Und den mache ich mal auf meine Hand. Und da seht ihr schon, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und das sieht man auf meinem Auge. Und da brauche ich auch nicht 10 Jahre rumreiben. Ich muss mal aufpassen, das ist richtig. So, das sieht man zumindest auf meiner Haut. Ne? Ich bin natürlich sowieso ein Gel-Eyeliner-Fan von Make-up Coach. Aber das hier kriege ich wenigstens aufs Auge. Lippenkonturstifte. Zwei Stück, die ich gar nicht mag. Und dann wieder Beispiele, wo ich sage, Mensch, was sind das für tolle Lippenkonturenstifte? Das ist der Unterschied. Diese beiden mag ich gar nicht. Essence und Riva Loves Me. Beide mag ich gar nicht, weil sie einfach nicht abgehen. Erstmal von Essence die Farbe. Erstmal ist es einer zum Anspritzen. Das ist gar nicht schlimm, das ist gut. Aber ich kriege ihn, und wenn ich dann trockene Lippen habe, sowieso gar nicht, ich kriege ihn nicht ab. Es ist also wirklich, ach, wenn man empfindliche Lippen hat, also ich kriege ihn einfach nicht ab. Auch wenn ich ihn frisch angespitzt habe, es ist egal, ich kriege ihn nicht ab. So, es ist richtig anstrengend, den da so ein bisschen, und ich drücke richtig auf, ne, dass man so ein bisschen Farbe abbekommt. Und damit könnte ich mir auch gar nicht so meine ganzen Lippen anmalen und so. Also jetzt tun mir schon die Lippen weh. Ist also einer, wo ich sage so, bäh. Jetzt mache ich den mal ab, damit ihr dann auch seht, warum ich den nicht oder was da so für ein Unterschied ist. Habe ich mir jetzt wieder abgemacht. Das zweite Horrorprodukt ist dann halt das von Riva Loves Me. Geht nicht ab, hasse ich. Ich hasse diesen Stift. Der ist noch schlimmer als der von Essence. Also die mag ich einfach nicht. So, jetzt mache ich mir das ab und jetzt zeige ich euch gleich meinen vernünftigen. Lieblingskonturstift, Make-up Coach, Nabla, Dominic Cosmetic. Gar keine Frage. Dominic Cosmetic mache ich jetzt nicht rauf, weil dann wollt ihr den unbedingt haben. Na gut, mache ich kurz rauf. Nein, Spaß. Mache ich zum Schluss rauf. So, diese beiden aus der Drogerie, wo kommt das denn jetzt her? Voller Farbe. Diese beiden aus der Drogerie nur als Beispiel. Ich bin keine, die immer nur meckert, sondern die meisten Sachen mag ich. Einmal Trended Up zum Rausdrehen. Ich mache mal Hälfte, Hälfte. Hier, Trended Up zum Rausdrehen. Ganz toll, guck. Ja. Was ein Unterschied, ne? Da muss ich nicht, sondern geht sofort runter. Sofort. Und hält sogar auf den Lippen. Kann ich so als Lippenstift benutzen. Und hier steht Contour and Glide Lip Liner. Ist also kein Lippenstift oder so. Und jetzt noch der von Manhattan Lasting Perfection. Auch zum Rausdrehen. Unterschied? Da. So muss es sein. So, das ist der Unterschied. Ne? Da muss ich nicht so 10 Jahre, bis es abgeht, sondern es gleitet auf den Lippen. Ich kann auch die ganze Lippe ausmalen. Es hält ein bisschen. Es sind einfach tolle Produkte. Ne? Oh, und wenn ich euch jetzt Dominic Cosmetic zeige, wollt ihr den haben. Oh, der Farbton alleine. Ich lasse das mal alles so. Mache jetzt einfach mal Dominic Cosmetic darauf. Der sieht ja auch schon ganz witzig aus. Pass mal auf, den mache ich jetzt mal rauf. Und der ist so geschmeidig. Der ist so toll.
So. Und das macht Dominique Kosmetik dann aus den Lippen. Der Rand ist jetzt natürlich unsauber, weil ich habe ja mehrmals abgemacht. Aber guck mal, so schön macht Dominique Kosmetik. Deswegen gibt es halt Sachen, die ich total mag und Sachen, wo ich sage so, das spare ich mir, das Drama. Und jetzt sind wir am Ende angelangt und ganz zum Schluss zeige ich euch nochmal die Mascara, die bei mir nicht funktionieren. Den habe ich gerade erst gekauft, den habe ich jetzt dreimal drauf gemacht und jedes Mal habe ich mich geärgert. Ich mag ihn nicht. Er muss jetzt weg. Ich möchte ihn nicht mehr so gerne benutzen. Er macht keine schönen langen Wimpern. Schade eigentlich. Da habe ich wirklich, sonst hätte ich mir den nicht gekauft. Ich habe echt erwartet, der ist toll. Benefit, wasserfest. Bad Gold Bang, habe ich sie hier rumspüren? Ja. Ist mein absolutes Lieblingsprodukt, ist die Mini-Version. Es ist mein absoluter Lieblingsmascara mit dem Sky High zusammen. Meine heißgeliebte Mascara würde ich also für umkippen, würde ich mich für hinsetzen. So, aber der hier, der ist wasserfest und den mag ich einfach nicht. Der ist trockener. Steht hier schon, glaube ich, über ein Jahr. Ich benutze es einfach nicht. Ich benutze es einfach nicht. Ja, und der hier von Rival de Loop. Ja, von Rival de Loop. Und da mag ich die Bürste überhaupt gar nicht. Also die Bürste finde ich so fürchterlich. Und ich bekomme damit einfach keine Länge hin. Ich gehe nochmal rein. Die ist nagelneu, ne? Also gar nicht benutzt. Und es tut durch diese komische Bürste... tut es mir weh, wenn ich so an den Wimpernkranz rangehe. Da tut mir das so richtig am Auge weh. Also das ist richtig unangenehm, weil das irgendwie so lange Borsten sind oder weil das alles so hart ist. Ich weiß das nicht. Deswegen liebe ich ja so Mascara, die so weiche Bürsten haben, weil bei mir tut es immer so weh. Und hier kann ich 10 Jahre lang tuschen, immer wieder Farbe nehmen. Dort. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Montagsprodukt ist, weil ich habe von Rival de Loop einen Mascara, der ist um Welten besser. Der ist richtig krass und ganz toll. Und den habe ich einmal benutzt und dachte sofort, wow, das ist für Drogerie mega. Also, wow. Und da dachte ich so, oh. Also wie gesagt, die Bürste mag ich nicht. Und dass ich hier stundenlang pinseln muss, bis ich hier ein gutes Ergebnis habe und dann wird es irgendwie noch klumpig. Ein bisschen bekommt man die Länge hin, aber es ist einfach unangenehm am Auge und trocken und die kleben dann auch irgendwie so zusammen und boah, es ist einfach ein doofes Ergebnis. Muss ich einfach so sagen, das ist einfach so. Und der hier auch, den trage ich euch auch nochmal auf, der ist ja jetzt schon etwas älter, ein paar Tage alt, aber ich mag den einfach nicht. Er gibt meiner Ansicht nach zu viel ab. Ich habe ihn auch schon einmal so ganz abgestriffen. Mit so einem Kosmetiktuch habe ich ihn einmal ganz abgemacht. Aber irgendwie ist es so nass auf dem Auge. Das ist komisch. Und wenn du es morgens eilig hast und es ist so nass auf dem Auge, dann musst du ja unheimlich aufpassen, was du machst. Also kein Produkt so für mich. Dann, wenn du dann so schnell bist beim Schminken, dann hast du hier oben auch diese kleinen Pünktchen. Und für mich macht er nicht genug Ergebnis. Also das heißt, ich habe bessere Mascaras und deswegen ist es nicht mein Lieblingsprodukt. Also er ist ganz okay. Er ist jetzt auch ein bisschen krass, wenn man sagt, so Hassprodukt. Aber Ach, super, guck mal. Das meinte ich, ne? Deswegen mag ich den einfach nicht. Und wenn das morgens passiert, kriegst du doch die Krise, ne? Lang genug gequatscht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr immer so tolle Kommentare schreibt. Ihr seid alle mega lieb. Mega lieb, das muss ich wirklich immer wieder betonen. Wie lieb ihr seid hier auf meinem Kanal und was ich für tolle Follower habe. Ich bin mega stolz. Danke für alles. Danke wirklich für alles. Und bitte, passt auf euch auf. Bleibt gesund und lasst euch bloß nicht ärgern von den doofen Menschen. Tschüss.